Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem FG Normal Video. Ihr seht hier schon Bilder liegen. Ich habe aber auch Zubehör. Und ja, wie das Ganze genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit dem Video und lasst mir gerne ein Däumchen da. So, wir fangen an mit dem Zubehör. Und zwar habe ich mir einen Stift bestellt, der ist ganz neu. Den habe ich im Shop jetzt erst gesehen. Gucken uns den mal an. Schaffup. Also, der soll Licht haben. Lässt sich knicken. Ach, das ist ja cool. Geht der auch an? Wo geht der denn an? Wo kriegt man den an? Das ist aber kein Diamond Painting Stift, oder? Sieht eher aus wie so ein Handy. Stift. Wie funktioniert der? Muss ich jetzt mal gucken. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre hier das Sicherheitsding, das kann man entfernen. Ja. Oh, es leuchtet. Es leuchtet. Aber das ist kein Diamond Painting Stift. Bin ich jetzt doof? Das sieht eher aus wie für die Handys. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich mal eben gucken. Und zwar bei FG Normal. Dann gehen wir mal auf Diamond Painting Accessoires und die Tools. Was ich cool finde, guckt mal. Das Licht, das hat eine richtig gute Reichweite, wenn man das mal so sieht. Ich muss es nur gucken. Moment. Ich muss jetzt nur mal eben gucken, wo das ist. Ah, da. Diamond Painting Point Drill. Multifunktionell. Aber meiner Meinung nach kann man damit keine Steine aufnehmen. Also es sieht mir nicht danach aus. Hä? Wartet mal. Ah! Da muss man erstmal drauf kommen, ne? Also, wenn ihr das so zurückdreht, könnt ihr es fürs Handy nutzen, ja? Und wenn ihr es aufdreht in diese Richtung, kommt die Painting-Spitze raus. Ich dachte schon, was ist das denn? Ja, ja. Manchmal ist es schlauer, einfach mal zu gucken, ob man das nicht bewegen kann. Also das ist die Diamond Painting Spitze. Und wenn ihr es fürs Handy nutzen wollt, könnt ihr die reindrehen und dann ist hier so eine Polsterung. Das ist schon cool. So, dann wollen wir mal, testen. Ich muss ja erstmal Wachs reinmachen, ne? Wollen wir uns erstmal Wachs reinbohren. Übrigens, diese Macarons sind im Moment im Angebot bei FG Normal. So. Packen wir uns ein bisschen Wachs rein. Ungewohnt mit dem Stift. Also da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Ne? Das ist, liegt sehr handlich in der Hand. Aber ich finde, ich weiß nicht, das ist gewöhnungsbedürftig. Mit Licht ist schon cool. Aber mal ganz ehrlich, der dreht sich automatisch wieder rein. Das ist nicht gut. Wenn man so ein bisschen mit paintet, dann dreht er sich irgendwie wieder rein. Da muss man am besten so ein Klebeband drumherum machen, damit sich das nicht bewegt. Na? Ansonsten funktioniert der. Also der funktioniert schon. Uppala. Praktisch ist er auch mit dem Licht. Ja, also man hat auf jeden Fall Licht. Finde ich schon nicht schlecht. Ist aber gewöhnungsbedürftig. Man muss wirklich ein bisschen üben. Der Stift ist cool. Den werde ich auf jeden Fall mal nachts testen. Werden wir nachts bei meinem Paint With Me probieren, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Ich tue die Steinchen mal eben weg. Der Stift kostet 2,31 Euro momentan. Also wenn ihr Interesse habt, den gibt es auch in Rot. Ja, also da könnt ihr euch wirklich die Farbe aussuchen, die euch am besten gefällt. Gut, dann packe ich jetzt mal mein Schiffchen weg. Und ich habe mir noch ausgesucht, das hier. Und zwar glitzerndes Washi-Tape. Wir haben bei FG Normal
Muss ich mal hier gucken. Eine Menge neues Washi-Tape mit Punkten drauf. Mit Herzchen, so verschiedene Dinge, die man auf jeden Fall brauchen kann. Sogar Weihnachts-Washi-Tape, das habe ich auch schon, das habe ich in der Schublade. Das habe ich mir zur Weihnachtszeit ausgesucht. Wir haben auch Sparkling Ribbon, also das heißt Washi-Tape mit Glitzer. Und zwar sieht das so aus. Das hatte ich mir schon mal ausgesucht. Das habe ich schon vorrätig. Also ist ein super Zeug, riecht nur ein bisschen stark nach Kleber. Aber hier ist Washi-Tape drin in allen Farben, also allen Regenbogenfarben. Ja, also hier von Bronze bis hin zu Gelb, Orange. Das ist Orange, ja. Also, wie viel sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 10 Stück. 10 mal Washi-Tape. Kommt hier eine kleine Weile mit aus. Das war das Zubehör und jetzt steigen wir um auf die Bilder. Und die sind echt toll. Da muss ich euch sagen, oh, die sind so super. Ich tue mal das Washi-Tape weg. Und dann zeige ich euch, was ich mir ausgesucht habe. Zwei große Bilder. Ich muss mal eben gucken hier bei dem... Ich habe mir nämlich hier mein Fenster offen. Mit den Preisen und alles. Also der Washi-Tape kostet 2,34 Euro, der Stift kostet 2,34 Euro, beides gleich teuer. Und dann, öffne dich schon. Klebt die Tüte am Bild fest, das ist immer ganz schlecht. Das ist ganz schlecht, das klebt hier richtig. Ja, da muss ich gleich... Voilà. Da muss ich gleich was dran machen, damit das nicht nochmal passiert. Wir haben hier... welche Größe hat es? 50 x 60. 50 x 60. Und zwar ist das dieses Bild hier. Ihr seht gleich hoffentlich das ganze Bild. Ich muss mal ein bisschen weiter weg. Und zwar... Das ist ein bisschen dunkel. Ne? Ich habe mir das heller vorgestellt, das Bild. Moment, mal so knicken. Wir haben zwei grüne Toolkits dabei. Ihr könnt also auch zu zweit dran arbeiten, wenn ihr möchtet. Ansonsten tut ihr eins zur Seite. Ja, also ich habe jetzt so viele Toolkits, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. 24 Farben, 50 x 60. Das Schöne ist, die Farben sind in Zipbeuteln abgepackt. Die zeige ich euch gleich mal genauer. Aber erst zeige ich euch dieses Bild. Und zwar der weibliche Hutmacher. Ich fand das Bild toll. Ich bin mal gespannt, wie es gepainted aussieht. Also ich finde es jetzt von der Auflösung so lala. Könnte besser sein. Aber man weiß es immer erst, wenn man es gepainted hat, würde ich sagen. Kennen wir ja alle schon. Ja. Also die Auflösung sieht so aus. Sehr, sehr schön. Spiegelt sehr die Folie. So. Also die Auflösung ist echt gut. Kann man auch wieder nichts sagen. Aber hier, das mit dem Kleben, finde ich jetzt nicht so toll am Rand hier. Da klebt's. Finde ich weniger schön. Klebt nämlich hier immer alles fest, wenn ich... Ach ja, genau. Mein Mann macht einen auf Türö. Schneide ich jetzt mal raus. Dann komme ich mal näher und zeige euch die Farben der Steine. Und zwar haben wir hier 24 Farben. Schöne, leuchtende Farben vor allen Dingen. Guckt mal. Die sehen doch schön aus. Sehr schöne Farben. Ich finde es sehr gut, dass hier Zipbeutel verwendet werden, weil ich finde diese... Abpackerei in 200 Steine Tütchen. Ganz, ganz schlimm. Furchtbar finde ich das dann. Ja, 50 x 60. Top Steine, Top Druck. Was will man mehr? Aber hier muss ich jetzt mal was dran kleben, weil das ist wirklich fürchterlich. Also da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe hier Washi-Tape. Das packe ich dran. Wenn ihr solche klebenden Stellen habt, am besten immer Washi-Tape nutzen, weil das könnt ihr dann notfalls auch abziehen wieder. Also
Ich mache das jetzt hier mal so, damit das Ganze nicht überall festkleben bleibt. So, und das, was hier klebt am Umschlag, das schneide ich ab. Und dann kann ich das Bild wieder wegpacken. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zum letzten Bild für heute. Und damit mache ich heute auch Feierabend. Ich habe schon 3 Videos jetzt abgedreht. Ich habe für heute echt Schicht im Schacht. Aber das letzte Bild muss ich euch unbedingt noch zeigen. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild. 50x60 mal wieder. So. Also der Hutmacher kostet 15,30 Euro übrigens, ne? Also sehr schönes, großes Bild für wenig Geld. Dann haben wir hier 14,12 Euro kostet das. Hier sind ein paar Knicke drin. Das macht aber, glaube ich, soweit nichts. Das kriegen wir schon hin. Und gucken, ob ich euch das Ganze zeigen kann. Ich hoffe. Wir haben hier die Steine in großen Tüten. Ein grünes Toolkit. Die Steine zeige ich euch gleich. Und dieses Bild habe ich mir ausgesucht. Diesen wunderschönen Engel. Sterntaler könnte man fast sagen, ne? Mit den Sternchen und den Flügeln. Wunderschön. Echt wunderschön. Ist das nicht toll? Oh, oh mein Gott, ist das schön. Also, wir haben hier 24 Farben. Eckige Steinchen. Ich bestelle fast nur noch mit eckigen Steinchen. Der Druck ist wunderschön. Im Hintergrund macht mein Mann ein bisschen Lärm, macht aber nichts. Wir machen trotzdem weiter. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Schöner, als ich gedacht habe. Und das sind die eckigen Steinchen. Also die sind wirklich richtig gut, ne? Sorry für das Kamerawackeln. Ich bin ans Stativ gekommen. Die Steine sehen super aus. Die werden sich super legen lassen. Die haben eine tolle Oberfläche. Wahnsinn. Ja. Acrylsteine mit sehr, sehr guter Qualität. Ich würde mich auch freuen, wenn immer mehr Firmen langsame Hartsteine einführen, weil die sind super. Aber mit dieser Qualität an Acrylstein wird das Legen wunderbar. Guckt euch mal diese Farbe alleine an. Die wird hier richtig toll aussehen. Und ihr könnt hier mit RB-Steinen arbeiten. Mit gelben RB-Steinen in den Sternen zum Beispiel. Oder in den Augen. Blaue. Oder in den Haaren. Schön lila Töne. Oh. Ja, das war's von mir. Mit dem FG Normal Video. Wenn ihr inspiriert worden seid, schaut mal in die Videobeschreibung da unten. Da sind alle Links wieder mal aufgeführt. Alle Links zu den Bildern, zu dem Zubehör und, und. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Machtet euch gemütlich und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.